Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VI. Ich kann gerade nicht. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Gut. Wir sind hier gerade stehen geblieben und sollten ein Szenario auswählen. Der Cuttle musste sich. Hat sich nämlich nach zum Imperium geschlichen, glaube ich, um irgendwas zu erforschen. Hafti wurde von den Fluten mitgerissen und ist jetzt irgendwo verschollen. Und hier ist. Wir sind mit Bennen und. Ben, Mum und Wolfi sind auf dem Weg nach Narsche, um mit dem Esper zu reden. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit Hafti, also einfach im Uhrzeigersinn. Oh ja. Der. Welch unheilvolles Schicksal Mann, ich kann echt nicht lesen. Ereilt Hafti, der nach dem Kampf vom Floß gefallen ist. Der ist nicht vom Floß gefallen, er ist runter da reingesprungen. Oh Gott. Ich finde das finde ich eine echt coole Idee mit dem, wie heißt's? Mit den Szenarien auswählen. Das finde ich voll gut, sodass da so eine Geschichte entsteht. So eine verzwickte Geschichte auch. Oh, ein Chocobo. Shadow. Hi. Auch auf Reisen? Meine Freundin und ich waren auf dem Weg nach Narsche, wurden aber getrennt. Irgendwo jenseits dieses Waldes gibt es ein imperiales Lager. Tatsächlich? Sie konzentrieren sich eben auf Burg Doma. Also werden sie Doma als nächstes angreifen. Ich muss sofort nach Narsche. Das geht nur über den Umweg Doma. Ich führe dich hin, aber wundere dich nicht, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe. Soll er mitkommen? Ja! Der Sensenmann bleibt mir auf den Fersen. Korrekt, Shadows. Boah, Shadows bei mir. Kannst du irgendwas? Cool. Imperium. Arbeitet der fürs Imperium? Kriegst einen Lederhut von mir. Eieieiei. Habe ich noch irgendwelche Relikte, die ich ihm geben kann? Ne, habe ich gerade nicht. Schade. Oh Gott, ich brauche 7 Meilenstiefel für Hafti. Puh. Hi. Hä? Uhrmacher? Was? Ich warte ja schon Jahre. Nein, ich bin kein Uhrmacher. Da ist sie an der Wand. Seit 1,5. 1,5. Mist. Nein. 10 Jahren tickt sie schon nicht mehr. Ja, okay. Fertig? Repariere den Rasenmäher. Gott, ist das ein schlechter Service mit euch. Das Gras steht schon 7 Meter hoch. Freche Klempner heutzutage. Der Ofen ist dran, aber Dalli. Grundgütiger. Dann bist du. Endlich wird mein Bett repariert. Dauernd dieses Gequietsche. Hä? Oh, okay. Okay, ja, das kennen wir schon. Ja, ist ja gut. Wow. Autsch. Puh, kein Kind hat mehr Unsinn im Kopf. Kind? Hier gibt's keine Kinder. Das ist doch zum Mäusemelken. Raus jetzt! Schwachkopf, ich schmeiß dich. Raus ins Feld! Lieber. Was? Fragezeichen. Lieber in einen Löwenkäfig als in das Haus von diesem Kerl. Hi. Aha, Tag. Tagchen. Heißt was? Das ist quasi mein Revier. Ihr seid nicht von hier, oder? Na, macht ja nix. Genau. Was? Verbessert das die Leute? Federhut, 2, 3. Ich kann 2, kauf mir 2 davon. Wurfstern, nein. Invitzstahl, nein. Shadow. Ach so, nee, okay. 7 Meilenstiefel braucht jemand. Warum ist das nicht besser? Er schafft Abbild des Werfers mit Befehl werfen. Werfer wird unsichtbar mit Befehl werfen verwenden. Okay, dann kaufe ich mal so ein Ding. Was auch immer. Bis dann wieder. Okay. Moment. Du kriegst dann von mir die 7 Meilenstiefel. Oh, der hat den Federhut. Du aber nicht. Schade. Kann ich mich jetzt schnell bewegen? Ja, gut. Ach nee, ich musste noch was anlegen. Ach, kann man ja so einsetzen, dieses Shadow-Stahl. Schattenstahl, was auch immer. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach Narsche, ne? Nach links kann ich nicht, nach oben kann ich nicht, also muss ich rechts lang. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Hase.
Werfen. Wind, Lanze, Dolch, Shadowstahl. Was? Ach, das sind Sachen, die einfach nicht werfen kann. Ich will gucken, was das macht. Einfach mal gucken. Cool. Ja, anscheinend bin ich jetzt unsichtbar. Kann ich... Das ist jetzt weg. Cool. Ah. Ich kann einfach also Sachen einfach aus dem Kampf rauswerfen. Weiß nicht, was ich das davon halten soll. Naja. Gehen wir mal hier weiter. Die Schneebler. Lololol. Sieht witzig aus. Abgeblockt. Das war aber der Hund. Toll. Tot. Ba 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 ba. Ist hier unten lang. Ich denke, ich muss mal hier links runter in diese Stadt. Das dumpfe Gefühl. So, Trommeln. Gibt es da noch andere Fähigkeiten? Würde ich gerne mal ausprobieren. Mache ich, glaube ich, gleich mal. Oh, stirb. Im nächsten Kampf. Im nächsten Kampf probiere ich mal was anderes aus. Aber ich denke, der muss das erstmal lernen, alles. Bin mir nicht sicher. Oh. Imperiales Lager. Wir haben es gefunden. Ein imperiales Lager. Zu viele Soldaten hier. Und jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Soldat 1. Hey, schon gehört? Oh, du meinst... Psst, leise. Sollte Kefka uns erwischen, sehe ich schwarz für uns. Wenn Kefka General Leo aus unserem Bataillon rausekelt, wird er sicher sein Nachfolger. Dass ich nicht lache. Wenn jemand wie Kefka General wird, desertiere ich. Psst, wenn er das hört, wirst du eingesperrt. Ist ja schon gut. Da ist Kefka. Oh oh, da kommt er schon. Ganz unauffällig, ja? Hey, ihr da! Seid ihr auch wachsam? Ja, Herr. Ihr seid Kefka, korrekt? Wie geht es euch, Herr Kefka? Bitte, spar dir das. Hauptsache, du passt gut auf. Okay. Puh, jemand sollte den wirklich beseitigen. Ich sollte ihm glatt sagen, dass er nicht General Leo ist. Psst, muss ich dir denn jedes Mal sagen? Es ist hoffnungslos mit dir. Kefka ist ein Verrückter. Er hat gar keine menschlichen Züge, wie zum Beispiel General Leo. Stimmt. Hey, ihr zwei. Wir stürmen gleich Burg Doma. Ich will euch an der Frontlinie sehen. Oh. Das ist Burg Doma. Doma. Zu Hause. Doma ist das russische Wort für zu Hause. Ich weiß, das wird nicht so geschrieben wahrscheinlich. Angriff! Burg zu Hause. Und die klettern einfach so sinnlos da hoch. Wow. Es ist hoffnungslos, wir schaffen es nicht. Also kommt es wohl heute so. Moment, Sirs. Sirs? Genau. Wer bist du denn? Habe die Ehre. Wer bist du? Treuer Diener des Lehnsherren seiner Familie, der Mut und Stärke einer Armee besitzt. Cyan. Hey, der sieht aus wie irgendein Japaner. Der sieht aus für mich wie... Warte... Ich weiß, wie ich den nenne. Ich nenne den wie einen Japaner. Ich brauche einen... Gibt's hier Leerzeilen? Gibt's hier Leerzeilen? Dann machen wir es so. Ich nenne ihn Fu Li. Fu Li. Oh. Dann muss ich es wohl so machen. Oder, nee, ich mach's mit einem. Nee, so.
Fu Li. Wenn ihr Anführer fällt, geben sie ganz sicher auf. Lasst es uns versuchen. Oh, ich sollte einen chinesischen Akzent benutzen. Der geht einfach raus. Sir Fu Li, kümmert euch um den Anführer. Und die rennen einfach weg. Ist ja wohl die Härte. Aber Moment, ich muss erstmal gucken. Was kannst du so? Schwert, was ist das denn? Vernichten. Erwidern. Zerfetzen. Oh. Ein schwerer Schild. Warum nicht? Federhut. Warum nicht? Kein Problem damit. Ich bin Fu Li, Ergebener des Königs und euer schlimmster Albtraum. Das war kein chinesischer Akzent, aber ich wollte es auch nicht machen. Was? Einfach. Was? Vernichten. Ja, okay, komm. Boah, cool. Axt. Aua, das tut weh. Das tut doch weh. Ja, das ist doch ein einfacher Gegenangriff jetzt, oder nicht? Ey, was? Ist ja. Kann ich mich heilen? Erwidern, ja. Boah. Lol. Besiegt. Ach, hä? Was? Nee, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Fuck. Ist nicht dein Ernst, oder? Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir gegen den Anführer kämpfen. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin jetzt wieder hier beim Kampf. Hoffentlich wird es diesmal besser verlaufen. Und ja, ich gucke jetzt nochmal, was man so erreichen kann. Ich versuche mal hier den dritten Angriff zu machen, was auch immer der bringt. Zerfetzen. Na, das macht so ein. Okay. Macht so eine Art Gift auf den. Komm. Noch diesen Gegenangriff, weil der macht ganz schön viel Schaden. Yeah. Erwidern. Go. Na, hab ich. Das war ja einfach. Schwarzgürtel mal 1 erhalten. Oh Gott, das war gerade einfach nur dumm von mir. Oh Mann, ey. Der Befehlshaber ist tot. Weg hier. Okay, das habe ich ein bisschen scheiße vorgelesen. In unseren Mauern warten wir erst einmal ab. Wieso spiele ich denn jetzt mit Shadow? Okay. Hallo Hund. Was ist denn hier Schönes? Rück, nicht zu öffnen. Schlagen. Autsch! Was ist da? Nein, Wachen! Ja, man sitzt da drin, versteckt. Ich hab da doch was gehört. Miau! Nur eine Katze. Das war zu knapp. Sternenanhänger. Was machst du, Sternenanhänger? Bestimmt wieder so ein Relikt-Gedöns. Ja. Schwarzgürtel ermuntert zu. Was? Ermöglicht Zufügen von Gegenangriff nach Attacke. Okay. Schützt gegen Gift. Nimm das mal. Ich wollte eigentlich gegen den kämpfen. Die haben Magitek-Rüstung. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, nehmen wir einmal Shadow Stahl hier. Den habe ich nämlich diesmal nicht benutzt. Antwort. Oh. Okay. Metallkick. Okay, die ziehen nicht sonderlich viel ab. Zurückpfeifen, das habe ich gerade schon gesehen. Da kommt nämlich der Hund angelaufen und knockt die einfach mal komplett kaputt.
Okay, war nicht besonders stark. Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen härter. Ich dachte, Magitex kann man nur mit Magitex besiegen. Das war wohl nicht so. Ist gar nichts drin. Ist ja langweilig. Was ist das? General Leo. Die Bürger von Doma spielen ein Wartespiel mit uns. Also das ist ihre Strategie. General, wir können die Burg jederzeit stürmen. Gebt den Befehl. Geduld. Wenn wir sie jetzt angreifen, sterben zu viele Menschen dabei. Aber General, ich opfere dem Imperium mein eigenes Leben gerne und jederzeit. Ihr seid aus Miranda, richtig? Ja, Herr, warum? Und eure Familie lebt dort? Fallt ihr in der Schlacht, muss ich die traurige Nachricht überbringen. Ihr habt ein Leben, zu dem ihr eines Tages zurückkehren könnt. Werft es nicht einfach fort. Der Imperator möchte das nicht. Ja, Herr. General Leo, eine Brieftaube vom Imperator Gestahl. Gestahl. Was? Der Imperator braucht mich. Ich muss sofort zurückkehren. Ich verstehe, Herr. Gut, ich vertraue euch Doma an. Ja, Herr. Okay, ich bitte euch, nicht voreilig zu handeln. Bitte. Herr, überlasst nur alles uns. Glaube ich nicht. Alles klar. Das ist also General Leo. Er wäre mein Freund, wäre er nicht mein Feind. Verstehe ich nicht. Ach, ich kann immer noch nicht da durch. Kefka. Jetzt, wo Leo weg ist, mache ich diesen Fluss zur Giftbrühe. Der Imperator hat mich nach Vector beordert. Ich möchte hier keine Schwierigkeiten. Verlierer. Ich kümmere mich gleich um die Situation. Tut nicht so aufgeblasen und vergesst nicht, das sind Menschen wie ich und ihr selbst. Wir brauchen niemanden zu schonen, der den Löwen geholfen hat. Geh nur und sei ein braver, lieber Junge. Ist das Gift bereit? Aber General Leo sagte, er ist nicht mehr hier. Ich habe die Befehlsgewalt. Unter den Gefangenen Doma sind auch unsere Leute. Wenn wir den Fluss vergiften, tut es! Vergiftet alle! What the fuck, Alter? Warum töten wir die? Du Unmensch! Ruhe! Du bist tot, Kerl! What the. Ich kämpfe gerade gegen Kefka, hallo! Der Kefka. Autsa! Kefka! Halt! Halt, sagt er. Ich bin kein Anhalter. Oh, witzig. Oi, oi, oi. Halt! Ach, ich kann mich bewegen. Nein, halt! Warte, bleib stehen! Hahaha, kleine Kröte. Oh Gott. Verreck dran. Zurückpfeifen, komm. Na, schade. Autza! Kefka, halt! Halt, sagt er. Ich bin kein Anhalter. Oh, Leute. Hör mal. Na, hör mal. Was meinst du, wie lange ich mich mit dir abgebe? Nächstes Mal ist Schluss. Ich heile mich erstmal. Es wird eine längere Folge, habe ich schon gemerkt. Eine sehr viel längere Folge. Diese Unruhe, du überschätzt dich gewaltig. Leck mich doch. Tempel. Verreck ordentlich da dran. Axt. Oh. Die führen ihren Angriff. Ach, wegen Schwarzgürtel hat er jetzt einfach wieder angegriffen. Das finde ich cool. Bildhauer. Au. Shadow ist ziemlich geil. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Hihi. Es geht doch nichts über eine Sinfonie hunderter schreiender Menschen. Wahahaha. Duck. Lol. Ach, die vergiftet den Fluss. Gott.
Spiele ich jetzt Fu Li? Sir Fu Li. Das imperiale Lager ist in Aufruhr. Es liegt etwas in der Luft. So viel Geschichte, ey. Huch, seht, das Wasser. Es ist vergiftet. Er ist tot. Der ist auch tot. Die sterben. Er stirbt. Er stirbt auch. Er ist auch gestorben. Alle sind gestorben. Sir Fu Li. Es ist Gift. Es wäre überaus abscheulich. Der König. Und was mit dem König ist, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns da. Haut rein, Leute!